Ein Interview gibt es ein bisschen später. Und das Fernsehen hat gesagt, sie wollen Berlin-Brandenburg sehen. Haben wir natürlich da, die kriegen nachher noch ihren Einmarsch nachgereicht. Andi Keller. Sorry, Dennis Spenger. Und extra aus Karlsruhe eingereist die Schiedsrichterin Melanie Lehmann. Ja, meine Damen und Herren, und während die jetzt die Wahl machen, sie kriegen sie noch, ganz, ganz sicher. Aber um 19.15 Uhr sind die live hier drauf und da müssen die schon ein bisschen spielen, müssen sie warm sein. Der erste Satz wird sie führen gegen eine Berlin-Brandenburger Paarung. Und zwar der Andi spielt in der zweiten Bundesliga bei Eintracht Südring. Dennis Spenger ist immerhin dreifacher deutscher Meister im letzten Jahr geworden. Also dafür auch nochmal einen Applaus. Und der Mann, der jetzt gerade fotografiert, der weiß über Badminton alles. Also fragen Sie im Zweifelsfall nicht mich, sondern den Herrn Ruppert, badmintononline.de, auch in Berlin. Willkommen! Ja, die werden sich jetzt ein bisschen einspielen und ich denke mir, der Dennis darf noch ein paar Bälle mitspielen. Und die Patricia Bantel wird ihn dann direkt sozusagen vom Feld greifen. Und dann wird der Thorsten das übernehmen und ja, weil die Zeit dann läuft, also wenn die spielen, dann soll es bei ZIP, das ist die Sendung kurz vor der Berliner Abendschau, richtig laut werden, also ich vertraue auf Sie und jetzt genießen wir sie erstmal beim Einschlafen. Thomas, hast du ein bisschen Musik vor uns? Und ihr Trainer Lee Jung Po auch. Also von den beiden gesungen. Tommy, mach's nochmal.